Tag zusammen. Hi und hallo bei Potternander. Ja, wir haben gesehen, wie sich Herr Christoph die Zeit genommen hat, uns vom Zombie-Glauben zu erzählen und uns somit in diese spirituelle Welt eingeführt hat. Das Museum auf der Rüttenscheider Straße hatte das riesige Glück, aus Haiti einige seltene Stücke dieses geheimen Kultes zu erwerben. Westliche Forscher und Ethnologen untersuchen seit Jahrzehnten, was hier genau Wirklichkeit und was hier Mythos ist. Wir haben etwas über Zombies gehört und erfahren jetzt weiteres über die Zombification, über die Zombifikation. Was sich für uns grotesk anhört, so ist der Glaube an diese Art der Bestrafung auf Haiti sehr ausgeprägt. Weiterhin wird noch nach richtigen Beweisen geforscht, was der Wissenschaft bisher noch nicht gelungen ist. Lediglich über das Zombie-Gift ist bekannt und erforscht, dass es zu einer Art Scheintod führen kann. Doch hören wir jetzt weiter Herrn Henning Christoph zu. Bitte schön. Zombifiziert werden nur Menschen, die Kapitalverbrechen gemacht haben. Nicht? Also, und diejenige, die zuständig ist für die Zombifikation, ist die Königin. The Queen. Und wenn sie jetzt jemand zombifiziert hat, nach 24 Stunden geht sie dann zum Friedhof und will ihn rausholen. Und als erstes muss sie zu Baron Mazzamidi gehen, nicht? Und ihn eine Flasche rumbringen. Und sie geht mit zwei Helfern geht sie zum Friedhof, die diesen Bisango-Sarg tragen. Und ich mache mal den Sarg auf. Der wird gelegt neben dem Sarg, wo der Zombie drin ist. Und die Queen singt diese drei Wörter immer wieder, wiederholt es. Der Zombie erwacht in den Sarg. Er setzt sich langsam hoch. Er wird gefangen, seine Seele wird gefangen mit dieser dunklen Puppe. Und wird in eine Bakaflasche getan. Eine magische Flasche. Mit dieser Puppe fesselt man den Körper von dem Zombie. Man reibt ihn ein mit dieser Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit, da kann ich dann die Seele entfernen. Wie gesagt, die dann in eine Flasche gesteckt wird. Und das ist das große Geheimnis von der Bisango-Gesellschaft. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Das werde ich auch nie erfahren. Ich müsste selbst indiziert sein in die Gesellschaft. Und wenn ich indiziert wäre, dann könnte ich Ihnen nicht erzählen, was da drin ist. Er trägt die Seele von einem Sklave, der ermordet wurde in der Kolonialzeit. Und in ihn drin sind auch Knochen von ihm. Das ist der Schädel von dem Sklaven und er trägt auch die Knochen. Dann sind andere Gegenstände, die auch benutzt werden. Hier zum Beispiel eine Kisi. Die Kisi sind die Nagelfetisch, die man vielleicht kennt aus den Afrika-Museen, aus Kongo. In dem Kongo bedeutet jeder Nagel einen Vertrag für gut oder für böse. Hier in der Bisango-Gesellschaft ist jeder Nagel ein Vertrag mit der Gesellschaft. Wenn ich einen Nagel reinschlage, habe ich einen Vertrag gemacht, dass ich nie ein Geheimnis verrate aus der Gesellschaft. Wenn ja, da ist eine Todesstrafe drauf. Und ich kann mich nur retten, indem ich zu dem Bisango-Anwalt gehe. Aber Anwälte sind sehr teuer. Da muss man mindestens zwei Schweine und eine Kuh opfern. Und das können die meisten Menschen nicht. Er sollte seinen jüngsten Sohn opfern. Das wollte er auf keinen Fall machen, aber er sagte, er opfert seine zwei Arme. Das wurde angenommen. Und das ist eine Figur aus einer katholischen Kirche. Das ist der Römer, der die Lanze in den Leib Christi gesteckt hat. Wird nur für Böses benutzt, für schwarze Magie. Simimakaya. Eine üble Hexe. Und das ist eine Schädel von einer sehr alten Frau, bedeckt mit verschiedenen Textilien, Spiegeln. Und es strahlt was sehr, sehr Negatives aus. So ist er sehr missverstanden. Es kommt aus der Fon-Sprache und Voodoo bedeutet einfach nur Gott. Und es gibt einen Schöpfergott in Voodoo, Sonne und Mond. Der Schöpfergott ist nur zu weit weg. Man kann nicht direkt mit ihm kommunizieren. Aber der Schöpfergott hat 401 Kinder. Himmelsgottheiten, Erdgottheiten und Wassergottheiten. Und mit denen kommuniziert man. Und da hat man dann auch eine Erklärung, warum Voodoo so gut versteckt werden konnte hinter dem katholischen Glauben.
Nicht? Weil im katholischen Glauben spricht man ja auch nicht mit dem Schöpfergott, man spricht mit den Heiligen oder Maria, nicht? Die die Botschaft weitergeben sollen. Und so konnte man in Diaspora alles gut verstecken hinter den katholischen Heiligen. Ja, die nächste Ausstellung, die wir hier machen, jetzt aller Wahrscheinlichkeit im Mai, wird heißen Voodoo Rainbow. Und so werden wir ausstellen den Anfang der Voodoo in Afrika, wo Voodoo herkommt, und dann wieder in der Diaspora, also in Haiti, Kuba und Brasilien. Und diese Ausstellung Voodoo Rainbow, also die Vielseitigkeit, die vielen Farben des Voodoos, werden wir hier hoffentlich gut hinkriegen, aber ich denke schon. Und ich bin natürlich immer begrenzt in Platz, den ich hier habe, aber die Ausstellung ist so gut wie geplant. Das hier ist unser Quimbanda-Altar. Quimbanda ist eine Religion aus Brasilien, eine sekretistische Religion mit Einflüssen von afrikanischen Religionen, die mit den Versklavten in die neue Welt gebracht wurden, Katholizismus und Religion der indigenen Bevölkerung. Und daraus sind ganz viele verschiedene Religionen entstanden und Quimbanda ist eigentlich eine Reaktion auf die Mainstream-Mischreligion Brasiliens momentan, denn viele sind sehr dicht am Katholizismus dran, auch von der Ethik her, sehr verurteilend allen Leuten gegenüber, die nicht wirklich in ihr Bild eines guten Menschen passen. Und Quimbanda passt gerade gut zu den Leuten, die sich eben nicht als Teil dieser Mainstream-Gesellschaft sehen. Daran kann man festmachen, dass zum Beispiel Pombagira, das ist ein Geist im Quimbanda, ist einer Prostituierten nachempfunden. Viele von den Eshus, ist ein anderer Geist im Quimbanda, hat Verbindungen zu zum Beispiel Drogendealern, aber auch Drogensüchtigen, sehr armen Menschen und einfach Menschen, die vor allem eigentlich in den Favelas leben. Das sind jetzt nicht die Menschen, die sich wirklich zu Hause fühlen im Katholizismus und daher kommt Quimbanda. Und deswegen sehen diese Figuren auch alle aus wie kleine Teufel, weil die Leute eigentlich sagen, als Gegenreaktion zu diesen verurteilenden Religionen um sie herum haben sie Quimbanda gegründet. Und wenn die Leute schon sagen, dass das etwas Teuflisches wäre, dann kann man es ja auch wie Teufel aussehen lassen. Ja, wie gesagt, Quimbanda ist halt eine Mischreligion mit verschiedensten Einflüssen aus allen Teilen der Welt. Man sieht halt in Quimbanda ziemlich stark diesen Einfluss von den afrikanischen Religionen. Das sieht man auch bei diesen Altären, in der Art und Weise, wie sie aufgestellt sind. Das findet man vor allem im Kongo viel. Diese Schalen, wo dann Opfergaben drauf gemacht werden mit Figuren der Götter, die teilweise sehr abstrakt dargestellt werden. Da ist dieser Bezug zu den afrikanischen Religionen nochmal sehr sichtbar. Und auch viele Leute, die eben schwarz sind oder die ursprünglich halt ihre Roots in Afrika haben, fühlen sich ja auch heutzutage sehr zu dieser Religion hingezogen, weil sie halt sagen, damit kann ich mich viel mehr identifizieren, weil es für mich was viel Echteres, was Authentischeres ist, als dieses Christentum, was mir und meinen Vorfahren ja eigentlich mehr oder weniger aufgezwungen wurde, als man hier hingebracht wurde. Danke. Wenn Sie vorbeikommen wollen, können Sie einen Termin machen. Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Das geht über unsere Webseite soulofafrica.com, über unsere Facebook-Seite Soul of Africa Museum oder über unsere Instagram-Seite Soul of Africa Museum. Geht natürlich auch telefonisch. Jede Führung, die gemacht wird, kostet 10 Euro pro Person und man wird eine Stunde lang entweder von mir, dem Direktor Henning Christoph oder von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin durch das Museum begleitet. So Freunde, das war's. Wir waren in Afrika und ich habe in so kurzer Zeit so unglaublich viele spannende Sachen und noch viel mehr darüber hinaus entdeckt. Und wenn ihr auch Lust habt, mal ganz einfach die Seele von Afrika kennenzulernen, dann kommt nach Rüttenscheid und besucht Soul of Africa. Bis dahin, euer Schrömi von Potananda. Ciao.